Ihr wollt einen Kurzfilm drehen und wisst nicht genau wie. Naja, 99% von meinen Zuschauern wohl eher nicht, aber den 1% von meinen Zuschauern, denen werde ich das kurz erklären. Bevor ich euch erzähle, wie ihr einen Kurzfilm macht, müsst ihr bedenken, dass ich kein Profi bin. Ich mache das Ganze hobbymäßig und bin dementsprechend nicht perfekt. Also, der erste Schritt ist eine Grundidee. Diese Grundidee ist ziemlich wichtig, weil mit dieser Grundidee entscheidet ihr, in welches Genre ihr geht. Ob ihr eher in diese spooky, Grusel-Genre geht, ob ihr eher in Comedy geht oder in Action. Das wird mit dieser Grundidee entschieden. Und vor allem solltet ihr eine Grundidee wählen, die leicht auszubauen ist, bei der man viel rausholen kann. Wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand zum 500. Mal ein Zombie-Thema holt, ist das halt irgendwann ausgelutscht. Habt ihr eure Grundidee gefunden, dann geht's zum Skript. Wichtig hierbei ist, dass klar und deutlich zu erkennen ist, was ihr genau meint. Ich für meinen Teil arbeite in meinem Skript gerne mit Farben. Somit kann ich direkt einschätzen, welche Farbe welcher Charakter ist und kann direkt sehen, welche Farbe bzw. welcher Charakter was sagt. Ich für meinen Teil schreibe in meinem Skript nie, an welchem Ort es ist oder wie genau es gedreht wird. Das kommt alles in das technische Skript. Passend zum technischen Skript kommen wir zur Planung, denn die ist ziemlich wichtig. Ihr könnt an meinem technischen Skript sehen, dass es wie in einer Art Tabelle ist. Das liegt daran, dass ich es in einzelne Szenen unterteile und diese Szenen auch beschrifte, damit ich später planen kann und auch sagen kann, welche Aufnahme welche Szene ist. Das ist wichtig für den Schnitt nachher. Wichtig für die Planung sind außerdem auch Drehgenehmigungen, denn nicht überall dürft ihr ohne Erlaubnis filmen. Wenn ihr irgendwo dreht, fragt nach. Egal, ob das ein Supermarkt, ein kleiner Laden ist oder wie in meinem Fall bei der Deutschen Bahn. Nachfragen kostet nichts und in den meisten Fällen sagen sie sogar ja. Zur Planung gehört allerdings auch, Drehorte zu organisieren, für die man keine Erlaubnis braucht. Zum Beispiel bestimmten Stellen im Wald. Um das planen zu können, gehe ich oft zu den Stellen hin, an denen ich drehe oder kann mir vorstellen, wie genau sie aussehen, um zu ermitteln, aus welcher Kameraposition ich filmen möchte, wie die Charaktere stehen und so weiter. Das ist wichtig, dass es am Set flüssig läuft und ihr nicht noch probieren müsst. Ihr habt alles fertig geplant, wisst ganz genau, wie alles aussehen wird. Jetzt fehlt nur noch eins, das Equipment. Natürlich wichtig, denn ohne Equipment könnt ihr nicht filmen. Mein Equipment besteht aus einem Stativ, Kamera und Mikrofon. That's it. Natürlich zählen auch Softboxen dabei, wobei ich meine Softboxen nicht gekauft habe, sondern selbst gebaut habe. Aber bitte macht euch mit dem Equipment keinen Stress, denn auch mit dem Handy könnt ihr filmen. Ihr könnt auch mit einer Digitalkamera filmen. Ihr könnt mit alles filmen, was filmen kann, denn nichts ist zu schlecht. Meine Anfangsvideos habe ich mit meinem alten S3 gefilmt und es hat eigentlich ganz gut geklappt. Habt ihr euer Equipment zusammen und ihr wisst genau, wie das später aussehen wird, dann fehlt nur noch wirklich der letzte Schritt, das Team bzw. die Schauspieler. Jahrelang habe ich alleine gefilmt, doch irgendwann ist das halt nicht mehr so gut umzusetzen. Dieses Jahr habe ich zum ersten Mal jemand hinter der Kamera, der mir hilft. Und in eurem Fall ist das auch ziemlich wichtig. Wenn mehrere Leute hinter der Kamera sein können oder vor der Kamera als Schauspieler, macht es erstens mehr Spaß und zweitens habt ihr viel mehr Rollen zu verteilen und ihr könnt dynamischer sein mit der Kamera. Ihr könnt zum Beispiel Kamerafahrten oder Bewegungen machen, die zum Beispiel alleine nicht möglich sind, weil ihr halt vor der Kamera stehen müsst und somit die Kamera auf einem Stativ ist. Kommen wir zum Dreh an sich, denn das ist auch ziemlich wichtig, dass ihr da Ruhe und die Übersicht behält. Ich für meinen Teil habe ja in meinem technischen Skript verschiedene Abkürzungen für bestimmte Szenen benutzt, damit ich sie später hier auf dieser Klappe draufschreiben kann und dann direkt sehen kann, welche Aufnahmen welche Szene sind, damit das später nicht nur beim Schneiden, sondern auch am Set einfacher ist, damit ich einfach abhaken kann, okay, Szene IB7 habe ich. Das ist ganz einfach. Außerdem soll der Dreh locker sein, lustig, er soll Spaß machen, weil sonst macht der komplette Film keinen Spaß. Irgendwann fällt dann der Satz, wir haben alles im Kasten oder Drehende oder abgedreht. Dann habt ihr halt wirklich alles abgedreht und dann kommt es in die Nachbearbeitung. Und das macht man nicht mit einer Handy-App. Ich meine, man kann es an einer Handy-App machen, aber man hat einfach nicht die Möglichkeiten. Wenn ihr filmt, schaut, dass ihr es mit einem PC bearbeiten könnt und vor allem mit einem Schnittprogramm, mit dem ihr zurechtkommt. Es gibt zahlreiche Schnittprogramme, die kostenlos sind und gleichzeitig gut, wie zum Beispiel DaVinci Resolve.
Hitfilm. Jetzt habt ihr euer Film fertig geschnitten und jeder hat ihn gesehen. Jeder findet ihn echt toll. Was jetzt kommt, ihr könnt ihn auf YouTube hochladen, ihr könnt wie ich an Wettbewerben teilnehmen, ihr könnt damit alles machen und vor allem damit Spaß haben. Denn das, was ihr vor euren Augen seht, das, was ihr selbst erschaffen habt, das ist schon was, worauf man stolz sein kann. Jetzt wisst ihr ungefähr, wie ich einen Kurzfilm mache und wie ihr ihn auch machen könnt. Vergisst nicht, habt Spaß daran, erzwingt euch nichts, weil das macht keinen Spaß. Deswegen, haut rein, das war's soweit von mir. Ciao.